In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Grabstein behält, auch wenn ihr die Golden Enigma Tarnung macht, wo ihr 100 Kills machen müsst und dann erfolgreich exfiltrieren. Oder einen aktiven Grabstein habt und irgendeinen Bauplan noch freischalten wollt, ohne den Grabstein zu verlieren. Ihr müsst dafür erstmal einen Grabstein anlegen. In diesem Video zeige ich euch nicht, wie das geht, weil ich habe schon ein Video dazu hochgeladen, werde ich auch oben rechts verlinken, Leute. Und in der Videobeschreibung könnt ihr nachschauen, falls ihr nicht wisst, wie das geht. Wenn ihr dann in der Runde alles fertig habt, was ihr machen wolltet, zum Beispiel die 100 Kills und dann müsst ihr jetzt exfiltrieren oder ihr habt einen Bauplan, den ihr freischalten wollt, dann müsst ihr zu einer ganz normalen Exfiltration, Leute, also diese Standard-Exfils, nicht die Story-Missionen, sondern die ganz normalen Standard-Exfils, so wie hier auf der Karte. Ich mache das Ganze auf dem PC, Leute, und zwar gehe ich dann in den Heli rein. Wenn ich dann im Heli bin, öffne ich meinen Taskmanager, damit ich rechtzeitig den Task beenden kann. Ihr könnt auch Alt F4 machen, aber das Problem bei mir ist, ich habe eine kleine Tastatur und ich muss mehrere Tasten drücken für Alt F4 und manchmal buggt das dann. So, der Heli fliegt in die Luft und kurz bevor dort gleich steht Evakuierung geglückt, wenn es ganz kurz schwarz wird, so wie hier, müsst ihr dann die Anwendung schließen bzw. Dashboard. Ich mache das mit dem Taskmanager, wie gesagt, drücke einmal dann auf Task beenden. Ihr könnt das auch mit Alt F4 machen. Und wenn ihr das dann so gemacht habt, dann habt ihr nächste Runde euren Grabstein und ihr habt eure Erfolge freigeschaltet. Wichtig dabei ist aber, wenn ihr diesen ganz normalen Exfil dann benutzt, dann dürft ihr nichts im Rucksack haben. Weil wenn ihr was im Rucksack habt, dann wird euer ganzes Lager verbuggt und ihr könnt eventuell auch nichts mehr reintun. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und wenn dieses Video 100 Likes erreicht, werde ich wieder einen Stream starten, wo ich dann euch die Baupläne droppen werde. Und damit ihr in Zukunft auch nichts mehr verpasst, würde ich jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.